Von April bis September 1939 feiert Luxemburg den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Es war im Jahre 1839, als das Großherzogtum seine nationale Autonomie und seine Grenzen von heute erhielt. Mit großer Begeisterung feiern die Luxemburger Landesfürstin Charlotte, Symbol der Unabhängigkeit des Landes. Da waren Lützebücher, die waren Ballastmärchen, so früh waren die. Und das gefeiert ging am ganzen Land. Da war nicht ein, den nicht mal gefeiert hat oder etwas geschafft hat. Auch kann alles. Wir waren eben Lützebücher. Es war eine Manifestation vis-à-vis von den anderen, für zu weisen, hey, wir sind aber da, wir sind selbstständig, wir sind Lützebücher. In Deutschland sind die Nazis an der Macht. Und Hitlers Traum von einem großdeutschen Reich wird von den Nachbarländern als eine Gefahr für den Frieden empfunden. Die Jugend ist uns! Die Luxemburger setzen sich über alle politischen Differenzen der 30er Jahre hinweg und zeigen sich vereint und patriotisch wie nie zuvor. Die Jahrhundertfeier wird zu einem Ereignis, wie es das Land bisher noch nicht gesehen hat. Mein Papa hat den Fendel gekauft, rot-weiß-blau. Das war noch nicht da gewesen an der Straße. Wir hatten einen Fendel um den Dierheck. Ich musste irgendein Lachgeburt kriegen, kann ich mich erinnern, vom Nopen. Wir hatten noch einmal hatte noch leider Fendel. Das war 1939. Am Anfang, also 1939, bewusst geworden, dass ich Lützebücher sind. Vierter und heute sich am Anfang darüber nie viel Gedanken gemacht. Ich kann am Anfang sagen, das war die erste Kirche, wo ich patriotisch Gefühle hatte. Der deutsche Botschafter in Luxemburg schreibt nach Berlin, das in den letzten Jahren sich mehr und mehr entwickelnde Nationalgefühl zeigt alle Merkmale eines kleinen Volkes, das auf seine Unabhängigkeit stolz ist und gewillt ist, so zu bleiben, wie es ist. Am 1. September überfällt Hitler Polen. England und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Nach und nach tritt anstelle der Ausgelassenheit die Angst. Doch kein Mensch kann sich den Leidensweg vorstellen, der das Luxemburger Volk erwartet. Am 10. Mai bei Morgengrauen ist das deutsche Westheer zum Angriff über die deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten. Die deutsche Armee greift gleichzeitig Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg an. Als neutrales Land ohne richtige Armee hat das Großherzogtum keine Möglichkeit, die feindlichen Truppen aufzuhalten. Am 10. Mai war eine Komödie an der Straße. Da zieh ich nicht runter, darüber mal für zu gucken, wie was da los wäre. Ich war feiert, an der Rand zugemäht und ich strecke mich auch dran an Haus. Mein Papa gesagt, die Preise sind doch. Gleich drauf kam ein Feldwebel. Den hat mich gefragt, wie alt bist du, Bursche? Eigentlich. Ich habe mein Alter gesagt. Und du kommst aber auch direkt da, wie ein Urteil zurück. In 2 Jahren wirst du mit uns marschieren. So wie im Fall einer Invasion vorgesehen und um nicht in die Hände der Deutschen zu fallen, verlässt die großherzogliche Familie unverzüglich das Land Richtung Frankreich. Die Pläne sehen ebenfalls vor, dass die Regierung das Land verlässt. Von den insgesamt 5 Ministern gelingt es, deren 4 nach Frankreich überzusetzen. Minister Marc wird vom deutschen Vormarsch überholt und muss schließlich im Land bleiben. Von den zahlreichen Luxemburgern, die in den frühen Morgenstunden des 10. Mai die Flucht über die französische Grenze versuchen, sind ca. 1500 jüdischer Abstammung. In den darauffolgenden Tagen eröffnen die Franzosen das Feuer auf deutsche Stellungen im Süden Luxemburgs. Und du mit dieser Menge auch, du sie mir heil beschossen. Du hast viel Last gemerkt, du hast uns 2 Pferde gespannt und du sie mal an die Evakuation geführt. Das nicht ist zu, ich hab die ganze Gegend wird evakuiert.
Ein Teil der Menschen findet Zuflucht in Dörfern Mittel- und Südfrankreichs. Ein anderer Teil wird im Norden des Landes selbst aufgenommen. Ein Drittel der Luxemburger Bevölkerung wird auf diesem Wege vertrieben. Ein in der Geschichte des Landes einmaliges Geschehen. Da sind wir Stunde nach Stunde gefahren. Und so viele Dinge hat dann einmal den Zug gehalten. Dann hat es geheißen, hier gehen 100 Leute akzeptiert, für in der Dach zu kommen. Ein paar Wochen später kapituliert Frankreich und wird zu einem großen Teil von den Deutschen besetzt. Nach dem Ende der Kämpfe kehren die vertriebenen Familien nach Hause zurück. Die Luxemburger sind Opfer einer zweifachen Enttäuschung. Einerseits hatte man sich mehr Widerstand von der französischen Armee erwartet. Andererseits fühlt man sich durch die unerwartete Flucht sowohl der Großherzogin wie der Regierung im Stich gelassen. Den ersten Moment, du warst ein bisschen enttäuscht. Weil wir gedacht, was machen wir ohne Großherzogin? Was machen Preisen da, wenn sie nicht da ist? Wenn sie da wäre, sie ging uns helfen. Wir gemerkt, sie könnte gegen den Preis gehen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Lissabon geht die Großherzogin für ein paar Monate nach Kanada. Später lässt sie sich in London nieder, wo sich auch die Minister der Exilregierung aufhalten. Heute am 6. August 1940 die deutsche Schutzpolizei in Luxemburg ein. Die Bevölkerung der Stadt Luxemburg ist eingeladen worden, diesen Einzug mitzuerleben. Nach einer kurzen Zeit der Militärverwaltung wird das besetzte Luxemburg unter eine Zivilverwaltung gestellt. Der Paradeplatz, schön mit den Fahnen des Dritten Reiches geschmückt. Der Mann, dem diese Verwaltung untersteht, kommt aus Koblenz. In der Hierarchie der Nazi-Partei hat er den Rang eines Gauleiters. Sein Name ist Gustav Simon. So klein er von seiner Statur auch ist, so besessen ist er von einem enormen Ehrgeiz. Am 6. August hält Simon seine erste öffentliche Rede in Luxemburgs Hauptstadt. Männer der deutschen Polizei! Deutsche! Und luxemburgische Volksgenossen. Es kann der Bevölkerung dieses Landes nicht zugemutet werden, dass ihr deutscher Charakter, dass ihre deutschen Eigenschaften künstlich verborgen werden unter französischen Inschriften und Bezeichnungen aller Art. Die Einwohner interessieren sich wenig für die ganze Veranstaltung. Die meisten, die anwesend sind, sind in Luxemburg lebende Deutsche. Es war damals so viel Preise gezahlt dort und da. Und dann Offizier, all mögliche, alles, was sie hatten. Die Galate geschwärzt wird, die sieht dann, wir kommen nicht hierher für Recht zu in den Dreck. Wir kommen hierher für Recht zu befreien. Die Bevölkerung dieses Landes aber ist deutschstämmig. Lassen Sie sich daher nicht täuschen von dem äußeren französischen Firnis, der nur künstlich aufgetragen ist. Dieser wird in wenigen Wochen spurlos verschwunden sein. Gustav Simons erste Verordnung besteht in dem Verbot der französischen Sprache. Die Luxemburger, die es gewohnt sind, neben Luxemburgisch auch Deutsch und Französisch zu sprechen, nehmen das Verbot als Absurdität auf. Das war ziemlich detailliert, nicht? An der Administration nichts Französisches mehr, auf den Gerichten nichts Französisches mehr. Und dann die Geschäfte, die Dienstschriften von den Geschäften, nicht? Alles das hört du müssen. Wir hatten ja viele Geschäfte, die Französisch enttäten hatten. Das hat alles verschwunden. Du musst nicht erinnern. Sie sind an die Registren gegangen, an die Gemengen, und sie haben überall geguckt, wo ein Nimm hat, den irgendwie nicht
am Deutschen geklungen hat, den eigentlich mit Französisch gelobt. Bei mir war das so, also den Hausnummer hat anscheinend gefallen, aber mein Viernummer, Roger, den hat mich verschwanden. Du warst der Rüdiger. Wir haben Irmgard Johanna genannt gesehen am Platz Yvonne. Ja, du sie mir nach, du warst schon nach, am Anfang war ich schon nach ein paar Monate am Lycée. Ja, du sie nicht nach meinen Freundinnen, ich würde sie mir nach Brigerow gesaust, mit Lützebäuer Fändeln um Velo. Ja, wir waren es noch gar nicht bewusst, was das bedeutet. Gustav Simon beschlagnahmt einen ganzen Flügel in einem Gebäude, das seinen Ansprüchen gerecht wird. Der Sitz des großen luxemburgischen Stahlproduzenten Arbeit. Hier lässt er sich mit den deutschen Chefs seiner Verwaltung nieder. Adolf Hitler persönlich hat ihn auf seinen Posten benannt und ihm eine Mission anvertraut, für die er alle Vollmachten genießt. Er soll die Luxemburger zu ihren sogenannten germanischen Wurzeln zurückführen und dabei alle französischen Einflüsse ausradieren. Gustav Simon soll die luxemburgische Unabhängigkeit zerstören und das Land ins Deutsche Reich integrieren. Wenn möglich, unter dem Beifall einer Nazi-begeisterten Bevölkerung. Simon löst die Abgeordnetenkammer auf und lässt die politischen Parteien verbieten. Der Luxemburger Franken wird durch die Reichsmark ersetzt. Radio und Zeitungen werden unter deutsche Kontrolle gestellt. Im September finden die ersten Verhaftungen von Luxemburgern statt, darunter Zénon Bernard, Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Aber auch der Präsident der Rechtspartei und Direktor der größten Tageszeitung, Monseigneur Jean Origer. Der eine stirbt später in einem deutschen Gefängnis, der andere im Konzentrationslager Dachau. Gustav Simon befiehlt, die Goldene Frau zu entfernen, ein Monument zu Ehren jener Luxemburger, die im Ersten Weltkrieg freiwillig auf französischer Seite gekämpft hatten. Wir haben das mal erlebt, wie wir aus der Schule kommen, im Feierauer. Da waren viele Leute da, und da war ein Dampfhals da, und da hast du probiert, die Goldene Frau umzuziehen und stohlen mit einem Stuhl sehen. Wie die Leute dann protestiert haben, dann gejaut haben, was haben sie gesagt, die hohen Preise und so weiter. Nicht? Und dann sind sie geholt und dann kommt die Gestapo mit Autos. Die haben, egal wen, da gestanden. Das waren hauptsächlich Schüler, nicht? Weil das war gerade der Moment, wo wir aus dem College gekommen sind. Rangezogen an ihr kleinen Auto. Fortmatten. Dann sind sie dann doch verheiratet gehen, und da gucken sie doch pur über den Kopf. Und dann sind sie und das waren dann die Aktionen, die sie dann so gebären. Da haben wir für die Brutalität von ihren Aktivitäten erlebt. Bis dahin hat die manche Seiere, bis dahin hat die gedacht, ja, die Tänen decken und mit ihren Theorien und alles nicht. Wir hatten noch nicht gesehen, dass ein körperlich wird so müssen brutal Leute für etwas vorher nicht dafür kommen. Berien, ja. Lützeburg war der Mut von den Berien, die französischen Berien. Ja. Jeder Lützeburg hat eine Berie ab. Ja. Die waren verboten, das war französische Entartung. Französische Entartung. Und wenn einer ihn abhat, den hat den Streich gekriegt, den hat den Berger weggerabt. Ja. Ich habe schon die Sache gesehen, wenn sie mal weißen Hirn da kommen gelaufen sind, mal schwarze Schlips, das waren alle, die Matten waren. Dass die Leute zu schlagen und links der Rätseln. Und die waren nicht der Schlägertruppen. Die weißen Hemden, das sind die Mitglieder der VDB, der Volksdeutschen Bewegung, die kurz nach dem Einmarsch der Deutschen von luxemburgischen Verfechtern der nationalsozialistischen Idee gegründet wurde. Ihr Anführer ist der Deutschlehrer Damian Kratzenberg, der schon seit Jahren mit Hitler-Deutschland sympathisiert. Genau wie der Gauleiter betrachten die Gründungsmitglieder der VDB Luxemburg als ehemaligen Teil des Großdeutschen Reiches. Ihr Slogan lautet: Heim ins Reich.
In der Stadt Luxemburg fand die erste nationalsozialistische Großkundgebung statt. Bauleiter Simon, der Chef der Im Herbst 1940 zählt die VdB an die 6000 Mitglieder. Das sind 2% einer Bevölkerung von 300.000 Einwohnern. Aber das Ziel ist es, alle Luxemburger in der Bewegung zu vereinen. Da war ich viele Kollegen, wir waren ungefähr 2000. Da waren schon 4, 5, 6 drin, Teilchenball. Die hatten schon ein VdB-Spiegel, mit dem Hakenkreis dran. Und da hat mir Angst angetrieben. Obwohl allen Beamten nahegelegt wurde, sich in die VdB einzuschreiben, leisten die wenigsten Folge. Um das zu ändern, greift Gustav Simon zu einer radikalen Maßnahme. Jene Beamten, die sich der VdB nicht anschließen, verlieren ihre Arbeit. Du würdest gehäsch, die nicht wollen an die VdB gehören oder die irgendwie sonst weisen, dass sie nicht d'accord sind mit der Eindeutschung und mit dem Heim ins Reich. Die dürfen auch noch keinen Platz mehr in Heine, dann in den Beamten schon gar nicht. Und da sind eine ganze Party, die sind dann in Deutschland strafversagt gehen, sind auch die entlassen gehen, und sind dann die ganz viel, die sind auf der Autobahn, bei Wittlichterrechter, da haben sie in der Autobahn gebaut, wo halt viele Lützebäuer drüber führen. Da hast Lützebäuer Schwesen drin. Da haben sie die da zwangsverpflichtet, die müssen da hin als Erbichter, als Selbsterbichter schaffen gehen. Mein Papa hat nicht dürfen auf der Arbeit bleiben, wenn er nicht an die VdB gegangen wäre. Hm? Das ist im Kurs gegangen. Von einem Familienlaut, wie man da steht, also wenn du den Dingen da schreibst, dann der ist nach Schaffung und am anderen Fall ist es los. Was misst du dann? Das wäre schwer frohen. Viele Beamten geben nach. Die VdB kommt schließlich auf 80.000 Mitglieder, was ungefähr einem Drittel der Bevölkerung entspricht. Doch die Nazis machen sich keine Illusionen über diese Zahlen, die nur durch höheren Druck erreicht wurden. Eine interne Mitteilung der Zivilverwaltung spricht von 3-4% ehrlich gemeinter Einschreibungen. Es hat keiner etwas ganz Großes empfunden von den Volksdeutschen, die er nun hat, weil jeder, den auf der Reise geschafft hat, war doch dort in den anderen Dingen so bald möglich, weil sie da im anderen Revier gestacht. Mehr als 2000 Juden leben noch in Luxemburg, als der Gauleiter die Macht übernimmt. Viele von ihnen sind Flüchtlinge, vor allem aus Deutschland und Österreich. Von 33 Juden, da waren hauptsächlich politisch engagierte Juden, die mehr Plätze bekommen sind. 31, wie den Anschluss an Österreich. Da sind natürlich Hunderte von Refugien gekommen, aus Österreich, die man viele Flüchtlinge genannt haben. Gustav Simon möchte Luxemburg so schnell wie möglich judenrein haben. Um die Juden dazu zu bewegen, das Land zu verlassen, macht er ihnen das Leben unmöglich. Ihr Vermögen, ihre Häuser, Geschäfte und Unternehmen werden beschlagnahmt. Freie Berufe werden den Juden untersagt. Los, los, als die Entdeckung lass gehen. Mein Papa ist von der Schmelz entlosgehen. Er hat keine Arbeit mehr. Ein Glück, dass er nach ein paar Sachen gespürt hat. Ich habe als Koffer keine Arbeit mehr. Und meine Schwester hat als Modistin auch müssen noch ein paar Mal schaffen. Sämtliche jüdische Geschäfte sind dann kommissarisch Verwalter angesagt gehen. Und die Proprietären durften. Und sämtliches jüdische Personal dürfte nicht mehr beschäftigt werden. Dann sind wir an den Stehbruch schaffen gegangen, ob nicht an den Stehbruch, das ist auf der Grenze. Und das war schon ein Schmoo, das war eine Entdeckung für Reis, die war katastrophal. Der Stehbruch auf Nennisch, da sind wir ein ganz Ritsch. Und das war der Vertrauensart des Arbeitsamtes, den Hautdoktor Demuth, der ganz
ganz gut mit den Nazis zusammen geschafft hat. Den hat ja oder nein gesagt. Aber zu 99% ja. Lützeburg. Die vier bestehenden Synagogen werden geschlossen. Die in Luxemburg Stadt und Esch-Alzette werden abgerissen. Für jene Juden, die bereit sind, auszuwandern und auch die Mittel dazu haben, besorgen die Nazis Transporte Richtung Belgien, Frankreich und Portugal. Jene, die bleiben, sehen sich immer neuen Verordnungen ausgeliefert. Die Juden, die nach da waren, die mussten durch da laufen, die hatten dann so große gele Stär, und sie mussten halt drohen, da stand drauf Jude. Sie haben nicht dürften an die Kino gehen, sie haben nicht dürften sich auf ein öffentliches Bank setzen, sie haben nicht dürften an eine Wirtschaft gehen. Sie waren isoliert, da konnte kein Martin schwätzen. Sie haben nicht mehr Mäuers, manchmal von Ding bis Seele, von sie dürfen an ein Geschäft kaufen gehen. Sie sind übrigens nicht mehr rausgegangen, weil ja verboten für alle gehen. An keine Wirtschaft gehen, an kein Theater, an kein Kino, an kein Tram. Auf ein Bank setzen, verboten. Bank hat man sich gern umgestraßt sein. Die Reaktion, die mein Papa hat, das war die, loge der Zeit, log immer, mit dem nächsten Konvoi. Das war die Reaktion. Und da waren danach leider viele, die nicht verstanden, um was es geht. Und da war zu spät. Für die Nazis hat die Kontrolle über die Schulen und die Jugenderziehung eine wesentliche Bedeutung. Der Französischunterricht wird quasi ganz abgeschafft. Dagegen werden deutsche Schulbücher eingeführt. Das als deutschfeindlich geltende Lehrpersonal wird durch Beamte aus dem Reich ausgewechselt. Den einen oder anderen von ihnen, den war bewusst dahinter geschickt für die Mission, Heim ins Reich auch durchzuführen. Das war dann so deutlich, dass er längst sich auflaufen gelassen hat. Wenn er nicht will, nachlöschen oder wenn er nicht will, das denken, ja, dann möchte er nicht. An der ganz kurzen Zeit, die der Preis geblieben wäre, von dem, ich meine vom 10. Mai bis dahin, war schon der frühere Direktor von der Normalschule aufgesetzt. Die war also als deutschfeindlich akklassiert, an der kam auf Dachau und ist da gestorben. Kruzifix, also was gerappt ging über den Pult, an der Lau, ein anderer, was dahinter hingekommen. Sie hatten mich in Heilhitler so, weil sie rackern sind. Da sind da ganz viel gewesen. Da war mein Mann, zum Beispiel der Professor Werner, der war mathematischer Professor zu Dickrich, weil den in die Klasse gekommen ist, setz dich. Also, ihr Jungen abwehren und werden so schon da. Andere Hunde, die müssen mich gefährdet und die sind drauf gehalten. Die Deutschen sind sowieso drauf gehalten. In Luxemburg wurden 13.000 Jungen und Mädel in die HJ übernommen. Ein Marsch der neuen Fahnen. Wir mussten an die Hitlerjugend gehen oder wir nicht dürfen an einem Lycée bleiben. Das war von hinten von vierer Ram gesagt, die mussten den Lycée verlassen. Und da waren an all Cluster die drei Feier, die die Eltern nicht unterschrieben haben. Aber der Gro hat noch unterschrieben, weil sie fanden, mein Gott, dass sie halt noch nicht mehr in der Form sah. Da war ein Mädelführerin, wie sie das genannt hat, die hat dann gezogen. Der Preis war immer, den Druck dafür als politisch aber, zu überzeugen, dass bei ihnen alles mehr wie gut wäre. Also, man hat nicht viel dagegen geholt. Weil wir normalerweise haben so Sachen gemacht, was uns auch irgendwie interessiert hat, entweder gebastelt oder gespielt oder Sport gemacht. Wir haben angefangen zu sagen, sie war türend interessiert. Und solange sie als Matthias geschwätzt und erregelos sind, hat kein Mensch Widerstand entgegen gesagt. Lehren war nie sehr. Gut umgehalten und dann
wenn du gut dumm bist, da folgst du auch. Werden sie da so und das möchte dann auch. Du sind dann eine Reihe von unseren Mitschüler, die sind an Volksjugend und Hitlerjugend gegangen. An anderen nicht. Das war zwar eine Minorität, die nicht gegangen sind, aber ob die meisten Klassen waren da, die nicht gegangen sind. Ich weiß, die Zeit, mein Bruder, den hast du nicht an der Jut gegangen, du hast vom College geflohen. Du hattest als Strafe, weil du nicht an der Jut gegangen hast, hat du bei einem Bauer als Knecht müssen gehen. Alle Vereine, die sich dem Nazi-Modell nicht anpassen wollen, werden verboten und ihre Besitztümer beschlagnahmt. Das betrifft zum Beispiel die Pfadfinder. Von den Scouten aus hatten wir noch immer als Reunionen zu Ettelbrück, wo wir zusammengekommen sind, ob schon nicht verboten war von den Preisen. Und so sind aus den Vereinen dann los, Zellen für Resistenz und Stadeln, die dann haben nur andere Resistenzgruppen angekommen sind, und das waren der letzte Lützebäuer Scouten, der Lützebäuer Legion. Aber die zweite Kategorie, das waren die direkt als Resistenzgruppe gegründet, wie zum Beispiel die allererste LFK vom Claude Dondelinger, heißt das Ding, dann Talberage von Schöpfling, was der LPL, die zwei LPL im Rosenstein zu Kleef und im Petit-Sing zu Dingen, waren direkt die, als Resistenzgruppe, auch der Meiersing von Kersing, waren direkt als Resistenzgruppe gegründet. Die Politik des Gauleiters bleibt nicht ohne Reaktion in der Bevölkerung. Einzelne Luxemburger beschließen, sich zu wehren. Innerhalb weniger Monate entstehen landesweit um die 10 Geheimorganisationen, deren Ziel es ist, Widerstand gegen die Eindeutschungspolitik der Nazis zu betreiben. Die meisten dieser Widerständler der ersten Stunde sind Studenten oder junge Arbeiter. Du sollst mit Papa ein Kind mit den Senatoren von einer Organisation, die Geldpreise ging, schaffen. Hm? Und gelauscht, ja, wo da, wie, ja, ich kenne doch nicht bestimmte Sohn, man hat das auch passieren. Hm? Und du, habe ich hier beginnt, den anderen Resistenz vor, den ich gut kannte, dem ich konnte trauen, wurde mich gefragt, ob ich in den Mattfeld-Ton gehe. Und du sollst nicht so der Bescheid, soll ich der Bosch nur. Das war wirklich ein guter Freund am Krieg für mich. Ich bin froh gegangen. Da waren Flugzeilen, die fertig waren, die sich selber verteilt. Also Leute abgepasst. Wir waren nicht das organisieren. Nach der Sende so matt ist es dann, auf dem man eher löst, matt drauf kommt. Die VdB ist wie die NSDAP in Deutschland organisiert. Landesleiter Damian Kratzenberg unterstehen 4 Kreisleiter, von denen einer ein Luxemburger ist. Die typischen Kollaborateure finden sich in den unteren Rängen wieder. Das war dann der Ortsgruppenleiter, an den hat sich Zellenleiter, an Blockleiter. Und das war so Kadriage. Die konnten alles, haben die ausspioniert und alles haben sie geguckt, die Röchter von den Leuten. Da haben sie Dossier gehabt von verschiedenen Rängen.